Hey, Hey. gut siehst du aus. Danke. Gerne. Was ist? Scheiße, das ist so eine spontane Aktion gerade. Ja, ich merke das schon. Ich hoffe, keiner von meinen Jungs sieht mich hier. Ich stelle mich davor, so sieht man dich nicht so. Ich mach das mal eben so. So, jetzt. Jetzt sieht's gut aus. Ja. War eine kleine Falte drin. Bin nervös. Das glaube ich. Das glaube ich. Hast du es gerade Bescheid? Eigentlich ja. Okay. Ich habe das Ganze nicht organisiert. Warte mal. Okay. Da kommt sie. Wo ist das? Hallo. Oh nein. Oh no. Mika. Jetzt läuft sie wieder weg. Das war aber jetzt schnell. Ja. Oh no. Mann, Scheiße. Ich Ich bin glaube, sie einfach kommt nur wieder. froh, Was denn? dass du da bist. Ich bin da, weißt du doch. Und was sagt das Kasa? Ja, die machen uns gleich auf. Okay. Warte mal, ich mach dir hier noch eine vorne noch meine Rose ran. Okay. Und ich habe auch noch eine Flasche Sake mitgenommen. Ja, ich bin gerade leicht überfordert, aber. Oh Gott, kann ich noch Darf wegrennen? ich euch zwei überhaupt, also ich stelle euch mal vor. Nein. Nee, ich glaube nicht. Sehr. Komm, Anra, ich bin Mimiko. Yvain, Mimiko, Yvain. Yvain Hallo. ist eine meiner längsten Freundinnen hier. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls, hi. Oh, meine Wangen Hitler. tun weh. Oder Backen. Nee, Wangen, Backen. Ich verwechsel die beiden Wangen, Wangen, also die immer. Backen Trifft tun ja beides erst zu. später mal her. Wie? So genau will ich das nicht wissen. Bitte. Oh mein Gott. Damn. Ja, du weißt auch, dass ich gleich meine Kutte wieder anziehen werde, ja? Du kannst du auch jetzt gerne anhaben. Na, ich will nicht, dass man Meinst mich du? eventuell erkennt, wenn irgendjemand hier vorbeifährt. Ich würde gerne jetzt reingehen, also. Die Tür ist, glaube ich, zu. Die haben gesagt, die machen uns gleich auf. Ja, Habt die ihr Tür schon ist geguckt, ob. abgeschlossen. Willst du eigentlich gleich die Flasche Sake öffnen oder mache ich das denn? Egal. Okay. Ich bin gerade leicht überfordert, aber ja. Ja, gut. Ihr habt aber auch spontane Ideen. Sind die spontanen nicht die besten? Ich meine, du kannst dich gar nichts mehr gestern erinnern, weil du so mit Schmerzmitteln voll warst, ne? Ich war ziemlich voll mit Schmerzmitteln, ja. Oh weh, was Ja, gut, passiert? dann muss ich dir nachher nochmal wiedergeben, was du mir ungefähr gesagt hattest. Ich hatte gestern einen Motorradunfall. Oh nein! Warum machst du denn sowas? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich es doch nicht machen. Also. Oh, Ja. Harry. Aber jetzt geht's dir halbwegs? Ja. Wäre ich nicht Nicht. hier, oder?
Naja, die fragen das bestimmt drinnen auch gleich. Sind sie Herr aller ihrer Sinne oder so ähnlich? Ach nee, das war was anderes. Haben gar keine Ringe. Wir haben noch die Dogtags, oder wir nicht? Hast du meinen Dogtag? Ich habe die anderen, die du mir mal gegeben hattest. Die Ketten von Kronjuwelen sind noch nicht da, nee. Okay. Aber hier, ich habe die hier noch, die du mir mal gegeben hattest. Oh ja, genau. Ich glaube, Kronjuwelen hat nicht mehr offen. Ja, die hätten mir auch eine SMS geschickt, wären die da gewesen. Ah, okay. Nee, haben nicht mehr geöffnet. Schreck dich mal. Gott. Ja. Weißt du, der Club denkt gerade, dass ich einen wichtigen einen Gesprächstermin hier, einen Business-Termin mit dem Kasa habe. Okay. Muss mir irgendwas. Das ist ja auch wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen, warum ich jetzt hier. Du kannst die Hände wieder runternehmen. Ja, mach ich. Alles gut, Harry. Alles gut. Tief durchatmen. Oh ja, ja, ja. Tief durchatmen. Oh. Einatmen. Was zu kiffen dabei? Nein. Ja, hab ich. Willst du jetzt oder nachher? Nee, die kommen jetzt. Die kommen. Ich glaube, sie schließen auf. Ja. Ja, dann geht mal vor, jetzt zwei. Komm mal nur. Hallöchen. Guten Abend. Puh. Kenn die gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Kann man keine Füße kriegen? Nein, 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 nein. Können wir irgendwie nach oben gehen oder so? Ja, wir müssen eh noch ein paar Formalitäten vorher erledigen, ja, bevor das Ganze. Okay, können wir dafür um die Ecke, also nicht, dass das uns so jeder hier sieht. Nein, mir ist das nicht unangenehm, aber es darf gehen nicht jeder mitbekommen. Gehen wir einmal nach oben, let's go. Okay, ja, dann gehen wir einmal nach oben. Oh, wow. Okay. Oder hier ist auch super. Wir können auch einfach zur Dachterrasse. Wow. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet, Kinders. Hier ist richtig schön. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Ich auch nicht. Habt ihr hier eure Mittagspausen oder wie? So. Kann mich jetzt hier mal draus. Formalitäten, ihr wollt sicherlich Persus sehen. Genau, die Frage ist vorher, wollt ihr einfach nur, dass man euch die Frage stellt und dann hat sich das Ganze, oder? Also prinzipiell hätten wir auch die Möglichkeit, sage ich mal, eine standardisierte Traurede zu sagen, die ist sehr allgemein gehalten, dass das nicht ganz so, man sagt nur ja und das Thema ist durch, keine Ahnung. Das müssten Sie beide aber entscheiden, das obliegt nicht mir. Machen wir so ein Standardding? Ja, und ich habe da aber auch noch mal eine Frage. Jeder von uns darf seinen Nachnamen behalten, ja? Prinzipiell schwierig. Okay. Zumindest von dem, was ich von dem Standesbeamten, der die Leitung dazu hat, weiß. Heißt, wir haben uns gar nicht drauf geeinigt, auf welchen Namen. Das Ding, das fällt auf, wenn bei dir ein anderer Nachname steht, das finde ich beim Perso. Das stimmt, ja. Dann muss ich deinen nehmen. Okay, dann machen wir das. Gehen auch Doppelnamen, ne? Nur mal so für sie. Ja gut, aber es ja, ändert ja nichts an der Situation. Ne? Genau. Also ich weiß ja nicht. Es ist eine, ja. Harry, komm mal kurz auf Seite. Also so wie weit auf Seite, wie Seite geht. Wir können auch kurz ein bisschen weiter. Ich bleib hier stehen.
Nun. Ich gesell mich mal dazu. Ich gesell mich mal zu euch. Wenn das okay ist. Ja, alles gar kein gut. Problem. Natürlich. Ich bin nur froh, wenn ich langsam ins Bett komme. Verstehe ich. Tut mir leid, Schiss. Alles oh Mann. Gut. Ich hab einen ganz trockenen Hals. Ich muss aber was trinken. Ja, wenn Wasser was bei mir bringen würde, das wäre schön. Vielleicht solltest du einfach mal zu Hause bleiben, was Tee trinken. Das habe ich ja gestern gemacht. Hat super funktioniert. Ja, mach nicht Brad. Brad ist gestern mit gar keiner Stimme mehr hier rausgegangen. Oh nee. Nande? Okay. Also, es geht nicht, dass wir nicht... Also, nochmal zusammenzufassen. Einer von uns muss den anderen Namen übernehmen. Oder einen Doppelnamen. Das ist so korrekt. Okay. Oh Gott! Dann... Das sind zumindest die momentanen... Dann würde ich gerne seinen Namen übernehmen. Mhm. Also, dass nur Hartmann auf meinem steht. Mhm. Als Nachname. Das ist kein Problem. Wird Harry vielleicht erpresst oder so? Ich weiß nicht. Haben die Druck? Also, ich weiß ja nicht. Weiß man, die Kutte kann ich auch rausziehen, ja. Weißt du? Eh keiner da. Zieh an. Wie du dich am Wurzeln fühlst. Ihre Trauung. Wie sollten sie das tun, was sie möchten? Genau. Das Einzige, wo sie keine genaue Entscheidungsfreiheit haben, ist halt beim Namen in dem Sinne. Ja, gut. Genau, dann bräuchte ich tatsächlich einmal die Ausweise. Mhm. Kriegen wir hin. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass ich diese Frau heiraten möchte. Das ist ja auch das Wichtigste. Genau. Meinen auch? Ja, kleinen Moment. Oh, ganz vergessen zu erzählen, das ist die Trauzeuge. Hi. Ja. Ich glaube, das konnte jeder von uns erahnen. Ich hatte keine Wahl. Dann können Sie die Ausweise wieder zurück in Ihre Brieftasche stecken. Dankeschön. Genau, ja. Dann bräuchte ich einmal von der Dame, die absolut nicht bekannt ist, den Ausweis. Also, nein, ich wow, bin völlig nein. Unbekannt. Ja, total. E-Mail, du bist unbekannt. Mich kennt keiner. Ich bin nervös. So, okay, dann können Sie den Ausweis auch wieder zurück in die Brieftasche stecken. Vielen Dank. Danke. Genau, standardisierte Traurede hätten wir zur Verfügung. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, man könnte noch eine personalisierte schreiben. Das würde aber noch ein paar Minuten damit sich mitziehen. Das ist trotzdem, sage ich mal, Ihnen überlassen. Genauso wie halt mit einem Ja, dass einfach nur das Ja-Wort erfragt wird. Das Ganze hat noch einen unangenehmen Teil mit dabei. Bezahle ich. Das würde per Rechnung gehen, tatsächlich. Ja, außer Sie wollen es unbedingt heute dann schon per Karte zahlen oder so in der Richtung. Nein, aber sonst würde das per Rechnung gehen und Sie bekommen dann Anfang nächsten Monats ganz gewöhnlich halt eine Rechnung zugeschickt. Eine völlig unbekannte Person, ja. Keine Ahnung, wovon genau, die reden. Genau, da drin in der Traugebühr von $500 ist auch der neue Ausweis dann mit drin. Dafür dann am besten zu den Zeiten einfach vorbeikommen, weil ich bin ehrlich zu Ihnen, das werde ich heute nicht mehr schaffen, das mit dem Ausweis dann noch. Okay. Genau. Ich habe überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, Sie bekommen beide per VentureMail eine Trauurkunde zugeschickt. Das Ganze passiert ja im besten Fall innerhalb von 24 Stunden nach der Trauung. Es kann aber auch sein, dadurch, dass wir im Moment etwas personelle Engpässe zu bestimmten Zeiten haben, dass das vielleicht einen Tag länger dauert. Das heißt aber nicht, dass das nicht offiziell ist. Ja, kann ich nachvollziehen, weil ich bin auch Geschäftsführer von der Firma. Ich kenne das manchmal. Genau, und
Was dann auch passiert ist, dass wir das Ganze in unser Aktensystem mit eintragen. Das heißt, dass dann bei der Dame sich der Name ändern würde in der Akte. Beim PD müssen sie das beispielsweise nicht mehr dann Bescheid geben, da wir uns zumindest einen Part der Akten von der Datenbank her teilen. Ja. Wo es wahrscheinlich richtig wäre, ist Versicherung beispielsweise, wenn es eine gibt, dass da dann der richtige Name mit draufsteht. Führerschein. Das können wir hier leider auch nicht machen, da muss man zur Fahrschule. Genau. Und vielleicht am wichtigsten sogar noch mit dabei, beim MD Bescheid zu geben, damit da auch das nicht passiert, falls irgendwie mal was sein sollte. Muss nicht sein, braucht man auch nicht, glaube ich, aber falls mal was sein sollte, dass man die Notfallkontakte erreichen kann anhand des neuen Ausweises. Weil kann sonst auch passieren, dass das MD dann eventuell die Akte zu der Person halt nicht findet. Okay. Genau. Das sind die Formalitäten. Ihr vom Casa seid ja auch verpflichtet. Oder habt ihr auch so eine Schweigepflicht? Das zählt als interner. Okay. Weil vor den einzigen Personen, wo wir auskunftspflichtig sind, ist das Department of Justice und halt dem PD. Okay. Bin mir sicher. Baby, ich will dich heiraten. Ja, ich dich auch. Gut, da können wir ja... Ach nee, falsch. Entschuldigung. Okay. Ja, sonst, wenn jetzt immer noch das so bleibt, können wir das gerne weiter, also den Rest halt auch machen. Ja, also ja, von meiner Seite aus bleibt das so. Ich habe extra eine Zeugin mitgebracht. Ne? Ja, toll. Klingt so komisch mit Zeugen. Ja, es ist eine schwierige Situation, ne? Aber ja. Ist nicht die erste Trauung, die so eine Richtung ist, das kann ich Ihnen sagen. Also wir können hier stehen bleiben oder Sie können sich hier eine Ecke aussuchen, wo Sie es am schönsten finden. Ich bin müde. Mimiko? Weiß ich nicht. Was? Na komm, dann lass uns hier... Vielleicht kann Evane dann ja auch ein paar schöne Bilder machen hier da vorne im Licht. So. Ja, let's go. Ich versuch's. Ich und Fotografien, ja. Ich hab den Helm noch nie so erlebt. Ich auch nicht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich noch nicht. Perfekt. Wollen wir Plätze tauschen, oder? Na, geht da. Ja, jetzt. Ja, beruhig dich! So, jetzt will ich noch ganz kurz, damit das nicht... Okay, sind Sie bereit? Oder ihr? So, seid ihr bereit? Hi. Okay. Liebes Brautpaar, liebe Trauzeugin, ihr beide wollt heute die Ehe miteinander eingehen und auch euren weiteren Lebensweg gemeinsam zurücklegen. Da seid ihr auch bisher schon gemeinsame Wege gegangen, doch tretet ihr mit der heutigen Heirat in einen neuen Lebensabschnitt ein. Der Tag der Eheschließung ist immer ein Neubeginn, auch wenn ihr euch nun vielleicht schon eine halbe Ewigkeit kennt. Mit eurem Ja-Wort bestätigt ihr hier erneut, dass ihr den Partner gefunden habt, mit dem ihr euer künftiges Leben teilen wollt. Mit eurem heutigen Weg aufs Standesamt macht ihr eure Beziehung praktisch amtlich. Was aber nicht heißen soll, dass es ab jetzt nur noch den Ernst des Lebens für euch gibt. Und ihr in eurer Ehe nur noch Verpflichtungen habt.
Ich bin mir sicher, dass auch ihr euch heute mit ruhigem Gewissen das Versprechen geben könnt, zueinander zu stehen, in guten und in schlechten Zeiten, dem Partner Weggefährte zu sein, selbst wenn der Weg in Zukunft einmal steinig und unbequem erscheint. Wer seinen Alltag schon längere Zeit in großen und in kleinen Dingen gemeinsam gestaltet, weiß, dass er nach diesem Termin heute keine Überraschung erleben wird. Zur eigentlichen Eheschließung gehört es, dass beide Verlobte vor dem Standesamt erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Daher frage ich euch nun. Frage dich, Harry Hartmann, ist das dein freier Wille, mit der hier anwesenden Frau Mimiko Ito die Ehe einzugehen? So beantworte meine Frage mit Ja. Ja. Und ich frage dich, Mimiko Ito, ist das dein freier Wille, mit dem hier anwesenden Herrn Harry Hartmann die Ehe einzugehen? So beantworte auch du meine Frage mit Ja. Ja! Gut, da ihr beide meine Frage mit Ja beantwortet habt, erkläre ich euch mit der Kraft des Gesetzes der Stadt Los Santos und des Staates San Andreas zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Du darfst dann deine Braut jetzt küssen. Oder umarmen, was von da... Baby, ich liebe dich. Und ich werde alles für dich geben. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin überfordert mit der ganzen Geschichte. Ich werde für dich sterben. Oh Gott, bitte nicht. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Von der Seite. Jetzt hör mal auf zu lachen. Bitte? Lass mich doch einfach mal kurz. Ich frag mich doch nur. Oh Gott. Ich glaube, ich brauch den John mehr als du. Das hab ich nicht Warte gehört. Mal, lass mich die Flasche Sake öffnen. Ja, okay. Oh. Was habe ich noch getan? Ja. Die Dame war nicht betrunken, wenn ich das Was? Also. Nein! Das war schön! Ja! Oh, diese Stimme. Tief durchatmen. Sie ist aufgedreht, man heiratet nur einmal. Liebe Anwesenden, ich danke euch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Harry. Oh. Mimiko, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wollen die Leute vom Casa auch noch ein... Dürfen die ich überhaupt trinken? Nicht. Arbeitszeiten oder so, ne? Danke. Aber was ist eine Hochzeit ohne... Ich gehe eh gleich außer Dienst, also von daher... Was ist eine Hochzeit ohne Drink? Gut, dass ich den Verschmecker mit habe. Ja, nee, es muss schon Sake sein. Und wie gesagt, also ich muss euch echt danken, dass das alles so, ja, so spontan und so kurzfristig geklappt hat. Also, so. Sehr gerne. Kanpai! Auf sie, euch. Euch, Prost. Euch. Auf ja. Dich. Ich hab meinen Kopf. Ich hab's also, gemacht. Genau, das, also. Ich hätte da noch ein Gläschen. Was? Lass mich doch einfach fucking glücklich sein! Ich hab meine Stimme. Schwanz! Psch, psch. Gnade! Oh. Tief durchatmen, Kinders. Ist gleich vorbei. Ich muss. Normalerweise müsste ich jetzt eine Rede, ne, so.
Mimiko. Du bist der Mensch, der mir im Moment am wichtigsten ist. Du weißt, mit welchen Problemen ich zu leben habe. Und trotzdem ist es für mich sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ich weiß auch selber, dass ich in meinem Leben Fehler gemacht habe und dass ich demnächst in meinem Leben vielleicht weiterhin fehle. Nee, scheiße, Mann, ich kann sowas nicht. Das ist doch voll gut. Ich liebe dich auch. Weißt du, Harry, ich hab immer das Gefühl, dass du sagst immer so, ja, ich bin nicht so gut mit Worten, und dann erzählst du mir von Gott und der Welt und wie schön das Leben mit mir doch ist, und ich wünschte, ich könnte manchmal in Worten ausdrücken, wie sehr du mich erfüllst. Und dann fallen mir die Zitate ein, wie, ne, wenn Millionen dich lieben, dann bin ich einer davon, wenn einer dich liebt, dann bin ich das, und wenn keiner dich liebt, dann weißt du, dass ich tot bin, und das ist ja eigentlich voll traurig. Aber ich weiß halt nicht sonst, wie ich es dir sagen kann, dass dich zu lieben eins der schönsten Sachen ist, gerade in so beschissenen Umständen. Es ist einfach mein Paradies innerhalb der Hölle gefühlt. Und es ist das, was mich derzeit sich am Leben hält und wahrscheinlich mich auch irgendwann töten wird. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich brauche einen Psychologen. Ich liebe dich so fucking sehr. Und du hast einfach die Welt verdient. Und das Universum, in dem wir ausgerechnet jetzt geboren worden sind und uns gefunden haben, ausgerechnet uns die scheiß Karten zuspielt, ist so ungerecht. Aber das hier ist ein Ausgleich dafür. Ich werde für immer dein sein. Ich gehöre ganz allein dir. Ich werde immer deins sein. Das weißt du. Ich weiß das, aber ich mag es zu hören. Kuda, da war ich. Da war die Versuchung. Ich. Oh, mon amour. Ich. Ich mach mein Haus. Ich weiß gar nicht. Weißt du? Ja. Für mich ist das auch wirklich ein Schritt in meinem Leben gewesen. Du kennst mein Leben. Ich weiß, welche... Mein Leben ist nicht immer einfach, ja. Und du bist die Blume gewesen. Ich muss mich korrigieren. Du bist meine Blume, die mich immer glücklich gemacht hat. Seitdem ich dich kenne. In dem Augenblick, wo ich dich kennengelernt habe, war im Tequilala. Ja. Scheiß Fliege, wenn ich dich nicht. Nein, Dave, wir haben uns nicht im Tequilala kennengelernt. Es war vom Ellis. Na, scheiß drauf. Ellis Tequilala ist doch egal. Du hattest mir auch mal Teller gegeben gehabt. Oh nein, nicht schon wieder Umarteller. Ja. Ich hab Lust, oder Termin. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht dir eine Rose, statt da eine Rose, einfach Umarteller jetzt hier zu mitbringen, aber ich dachte, das wäre ein bisschen geschmackslos. Ich habe zuerst bei mir im Kühlschrank Umarteller gesehen, so, oh, ich wollte eigentlich noch Blumen holen, aber ich könnte dir eigentlich auch nicht, nee, ich hole jetzt Blumen nach. Es tut mir leid, dass ich dir jetzt auch keine Blumen mitgebracht habe. Nein, das ist doch... Weißt du, dass dieses ganze verfickte Ding, was hier gerade passiert, weißt du, wie schwierig das ist? Na gut, dass ich die Speed vorbereitet habe für euch, ne? Oh. Ich habe eine Blume, du hast eine Blume, das ist doch vollkommen in Ordnung. Oder? Wir wissen beide, dass das die Tür. Wir mit der. Mit der Heirat jetzt. Unser beides Leben letztendlich auf den Prüfstand gestellt haben. Ich würde es nicht.
nicht anders haben wollen. Wenn jemand das aus meinem Club mitbekommt, dass wir geheiratet haben. Der Tod. Aber ich habe das aus Überzeugung gemacht, weil ich dich liebe. Und ich liebe ihn. Aishit Tamas. Weißt du, wie sehr sich das Ganze gerade nach Déjà-vu anfühlt? Als würden in anderen Millionen Universen wir einfach bestimmt sein und jetzt ist es endlich hier passiert. Ohne Mist. Ich will ja immer nicht nerven, aber die wollten es eigentlich schon längst gehen. Feierabend machen. Und ich werde es nie bereuen. Ich habe eine Idee, wo wir heute schlafen können. Die Suite für euch ist bereits reserviert und vorbereitet. Perfekt. Wir brauchen noch mehr Eik. Den habe ich auch vor Ort, keine Sorge. Vielleicht habe ich etwas, was so auch für einen schönen Abend sein könnte. Okay. Was ist denn? Entschuldigung. Wow, Pralin! Nein! Was? Ich habe Pralin bekommen. Oh, ich habe Ideen, was wir mit den Pralinen machen. Oh, ich weiß gar nicht. Mein Name ist Sweet. Mein Name ist Sweet. Okay. Ich werde die ganze Zeit so quietschen. So, ich sollte langsam mal mein... Ich distanziere mich von den Aussagen, die gerade im Chat angehen. Wir haben damit nichts zu tun. Entlassen. Aber, Scheiße, Mimiko, kommst mit? Ich bin mit der Hexer hier. Ich habe extra ein paar Schuhe und weiteres mitgenommen, damit ich vernünftig fahren kann. Ja, fahr mit mir im Auto. Hi! Okay. Ja, das klang wie ein Stichwort, dass es wieder nach unten gehen soll. Ja. Dann gehen wir wieder nach unten. Ich danke euch, ja. Ja, sehr kein gerne. Problem. Danke euch. Ja, ich weiß. Wer ist denn alle drin? Wow! Kriegt noch Schmerzträume bei dem Ganzen. Dann herzlichen Dank euch dreien. Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ja. Kein Problem. Super. Ich hoffe, es war nicht so strange, aber ja gut. Kein Kommentar. Wir haben schon ungewöhnlichere Sachen gehabt. Also. Genau. Ja, es ist nicht die erste Trauung, die so spontan ist. Und das wird auch nicht die letzte sein. Gott. Wahrscheinlich nicht, nein. Gut. Hi. Baby. Mhm. Dann Baby, habt noch einen schönen Abend. Und ihr seid natürlich auch jederzeit willkommen in der Lodge. Das wisst ihr gerne. Dankeschön. Ach ja, und wenn ihr ein Auto kaufen wollt, ne? Auch bei dir nicht. Werden wir uns merken. Okay, dann einen schönen Abend euch und schönen Feierabend vor allen Dingen. Ja, danke und gleichfalls. Ja. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann.